Diese eher ungewöhnliche Sportart sieht man wohl nicht jeden Tag, Unterwasser-Rugby. Am Wochenende fanden in Hechingen die deutschen Jugend- und Juniorenmeisterschaften statt. Nach dem Einlauf der Teams sprach der Hechinger Bürgermeister Philipp Hahn ein Grußwort und eröffnete das Turnier. Ausgerüstet mit Schwimmflossen, Tauchermaske und Schnorchel ging es für die Teilnehmer ab ins Wasser. Die Teams positionieren sich am Beckenrand und dann ertönt das Startsignal. Beim Unterwasser-Rugby treten zwei Mannschaften mit je 6 Spielern gegeneinander an. Ziel ist es, den Ball im gegnerischen Torkorb zu platzieren. Der Ball darf aber nur mit den Händen gespielt werden. Die Spieler dürfen ihre Gegner nicht an ihrer Ausrüstung festhalten oder sie treten und schlagen. Außerdem ist es verboten, den Ball über Wasser zu spielen. Unterwasserschiedsrichter beobachten das Spiel und achten auf Regelverstöße. Bei den U15-Teilnehmern gewann die Spielgemeinschaft Pößneck-Langenau-Ottobrunn TC Oberland-Würzburg. Bei den U18ern war die TSG Würzburg siegreich. Die SG Stärkrade Paderborn belegte bei der U21 den ersten Platz.